Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin Lutz, ich bin alleine unterwegs und heute gibt es eine kleine Special-Folge. Keine Sorge, nicht zum Galaxy Dreadnought. Aber am Freitag war es mal wieder soweit. Erster Kontakttag war. Was heißt erster Kontakttag? Am 3. April 2063 werden laut Star Trek die Vulkanier den ersten Kontakt zu uns herstellen. Und dafür hat Cryptic einen ersten Kontakttag eingeführt. Die Romulaner haben Republiktag am 3. April, weil die haben nichts Vergleichbares, aber man hat hier bei Stos so gemacht, dass die Republiktag kam und die Klingonen werden Tag der Ehre haben. Wir fangen erstmal an mit der Föderationsvariante und gleichzeitig auch der schrecklichsten Variante. Und zwar erster Kontakttag. Man bekommt als Belohnung die Phoenix. Die muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich die euch schon zeigen kann. Ja, genau hier hinten. Luna hat sie schon. Und meine anderen Charaktere glaube ich auch. Phoenix steckt jetzt gerade hier irgendwie im Triebwerk. Ist aber kein Problem. Ich mach's gerne nochmal mit ihr. Ja, Tag des ersten Kontakts. Ja, man hat die Wahl, die Phoenix zu nehmen. Kann ich nicht, weil man kann sie nur maximal einmal pro Charakter haben. Wie gesagt, Luna hat sie ja schon und in der Auswahl von Marken. Das werde ich mit Luna nehmen. Ich brauche nämlich noch Nukara-Marken bei ihr. Gut, würde ich mal sagen, akzeptieren wir das und gehen wir auf Inspektionstour. Ja, und warum das hier für mich die schrecklichste Variante dieser 3 Tage ist, werdet ihr jetzt gleich sehen. Erstmal schließen wir das. So. Da hinten steht es nämlich. Yay, die Enterprise F. Ich krieg so das Kotzen. Ja, toll. Leute, ich werde mal ganz kurz spoilern. Ich muss gleich Odyssee-Klasse fliegen. Oh, ich sterb gerade 1000 Tode. Ich hasse die Odyssee. Wenn ich's finde, werde ich da noch ein schönes Wort reinschneiden nachher. Und jetzt lädt die Scheiße hier auch nicht, oder was? Oh. Das Spiel weiß nur, dass ich eben die Odyssee nicht mag. Ja, die 3 Tage, es wird so sein, es hat so eine kleine Geschichte erzählt. Dann fliegt man die 3 Flaggschiffe, also die Enterprise, die Bottas Crew und die Leist, glaube ich, bei Romulaner. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Und die fangen an mit der Enterprise F. Weil, wie gesagt, es ist furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Brücke ist cool. Also die Brücke finde ich cool von der Odyssey-Klasse. Aber erstens mal, das sieht nicht wirklich aus wie so eine kompakte Brücke. Irgendwie ist die trotz irgendwie dieses coolen Designs irgendwie passt das mehr zu einer Station, muss ich mal so sagen. Nehmt die Stühle ja noch mit weg. Und ihr habt hier eine perfekte neue Brücke für Deep Space Nine. Oder ein schöner Konferenzsaal, das wär's auch. Und hier unten, das Ding hier mit, ob das jetzt hier die Observationslounge sein soll oder was, keine Ahnung. Oder eine Astrometrie, ich weiß es nicht. Wie gesagt, sieht cool aus, aber irgendwie finde ich es als Brücke unpassend. Können wir hier eigentlich rein? Nee, Turbolift. Mal gucken auf der anderen Seite. Ja, ich spreche gleich mit Captain Shorn. Shorn. Okay, dann sprechen wir mal mit ihm. Da, da. Welcome to Utopia Planitia. Do you need something? Ja, We're here for our weapons refit and some minor repairs. Nothing as bad as the damage we sustained in that last fight against Karukan and his fleet. Excellent work out there, by the way. Without you, we would have lost DS9. Now that the Undine are stirring up trouble as well, Starfleet wants every ship in top condition and operating with the best weapons we can devise. Ja,
Da hat er schon gesagt, der zentrale Punkt aller drei Tage ist dieses Mal der Kampf gegen die Uniden. Wir sind eine neue Crew mit einem neuen Schiff. Das hat zu einigen Problemen geführt, aber ich bin sicher, dass wir sie überwinden und Starfleet repräsentieren in der Weise, wie es verdient. Ich habe einen exzellenten Senior-Staff. Einige von ihnen haben mit mir auf der Belfast gearbeitet. Ich bin sicher, dass wir bereit sind, alles zu tackeln. Do you need something? Ja, denn noch das? You'd have to ask Starfleet Command as to why. I've served in Starfleet for 23 years, most of that time as a tactical officer. I've taught at the Academy, served as a liaison to the Romulans after the destruction of their homeworld, and commanded the USS Belfast. I've been on 3 deep space exploration missions and participated in 14 first contact missions. Jetzt wundert mich gerade, die USS Belfast, das werden wir noch später sehen, war eigentlich ein Raumschiff der Defiant-Klasse. Dass die auf Langstreckenforschungsmissionen war, wundert mich. Weil die Defiant ist ein rein taktisch ausgelegtes Schiff. Na gut, okay. That may be the resume of an Enterprise Captain, but you and I both know there are other people in Starfleet with an even more impressive list of accomplishments. As to why I was chosen? A very wise man told me recently that in this time, the captain of the Enterprise must be a soldier, as well as a diplomat and an explorer. I'm just grateful for the opportunity. Würde mir jetzt auch nicht mal einer einfallen, der das gesagt hat. Das wird sich fast irgendwie Kirk, ey. Do you need something? Ja, was, was können Sie mir über den ersten Kontakt, was können Sie mir über den Tag des ersten Kontaktes sagen? Leute, entschuldigt, aber irgendwie bin ich heute mal wieder zu blöd zu allem. This is a human holiday, so I may not be the best source of information. First Contact Day honors the first flight of the Phoenix, Earth's first warp vessel, and the first contact between humans and Vulcans on April 5th, 2063. Without Zefram Cochrane and the Phoenix, I don't think Starfleet would be here today. There probably wouldn't be a Federation either. Wartet mal, am 5. Stimmt. Ich habe mich geirrt. Seht ihr, ich kann nicht nur lesen, ich irre mich auch beim... Mein Hirn setzt deutsche Schule wieder aus. Ich irre mich jetzt sogar schon in Zeiten bei Star Trek. Es ist merkwürdig. Na gut, dann eben... Heute! Ey, heute! Geil, heute in 49 Jahren ist es soweit. The Enterprise is here for repairs. But the main reason we've returned is to test some prototype weapons. I wasn't in favor of the ruse, but in light of the recent rise in Undine activity, Starfleet is turning its efforts to combating them, and we need to keep these tests secret. Okay, wollen wir mal. You're right. With agents like Cooper in our midst, well, it's beginning to remind people of the Dominion War. Given that you were with him when the Undine infiltrator made himself known, Admiral Tuvok suggested your experience could be valuable during these trials. I agreed. Schöne Anspielung gerade. Was er hier meint, für alle, die jetzt nicht so sich bei Deep Space Nine auskennen. Vor dem Dominion-Krieg hatte der gesamte Alpha-Quadranten Angst, dass die sogenannten Wechselbäger oder die Gründer sich in die Föderation und eine andere Organisation, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte jetzt gerade reinhacken sagen, aber es ist falsch. Die Wechselbäger konnten ihre Gestalt nach Belieben ändern. Die konnten Menschen austauschen, die konnten in Gefäß sein, die konnten einfach alles sein. Vom Gegenstand bis zum normalen Humanoiden. Und dadurch hat sich so eine Welle der Paranoia dann ausgebreitet. Und so ähnlich ist es mit den Undinen auch. Die können andere humanoide Lebensformen nachahmen. Finde ich gerade eine richtig geile Anspielung darauf. So. Captain Winters. To the Enterprise F. It's great to see you again so soon. Thanks again for allowing me to accompany you to the Gamma Quadrant. Something I won't soon forget. In fact, I wasn't sure we were getting out of that in one piece. Stimmt ja, Winters hat uns bei meiner absoluten Hassmission Operation Gamma in den Gamma-Quadranten geflogen. I'm the first officer.
My time at Earth Space Dock gave me a lot of experience in organization and the utilization of resources, as well as how to deal with a lot of very different personalities. I went to ESD with the intention of getting the experience I needed to command my own ship. But when Captain Sean asked me to serve on the Enterprise, I knew that I had to accept. Der hört sich an wie William T. Riker. Since the Odyssey-class ships are the largest ever built by Starfleet, we'll have one of the biggest crews, too. It's going to be a tough job keeping everything running smoothly, but it's an honor serving with every single person on the ship. Wisst ihr, was er vergessen hat zu sagen? Es ist auch das hässlichste Schiff, das die Sternflotte hier gebaut hat. May I help you? I'm fourth generation Starfleet, so I feel more at home on a ship than planetside. There are a lot of expectations that come when your parents, grandparents, and great-grandparents all serve. But I never wanted to be anywhere else. After the Academy, I served as an engineering officer here at Utopia Planitia and Deep Space Six. Later, I shipped out for tours of duty on the Tucker and the Montgomery Scott. Auch interessant. Er diente als technischer Offizier auf der Tucker und auf der Scott. Fällt euch was auf? Ja. Tucker war der Chefingenieur von Captain Archer und Montgomery Scott. Also ich denke mal, das weiß nun fast wirklich jeder, der ein bisschen Fernsehen guckt, war der Chefingenieur von Kirk. Schlecht ausgewählte Namen, meine Augen. After switching to command, I served as an aide to Admiral Quinn at Earth Space Dock. I learned a lot from the Admiral, but the opportunity to serve on the Federation's flagship was simply too good to pass up. I know that having family in Starfleet gives me contacts that not every officer has. But I've earned every position I've ever had, including this one. May I help you? The Phoenix was an amazing creation. Zefram Cochrane built her out of an old nuclear missile. He and his partner, Lily Sloan, scrounged for months to find the materials they needed. This was only a few years after Earth's Third World War. Most of the planet was devastated. To build something like this, literally out of the ashes, with no governmental support, Cochrane must have been a man of vision. Nein, Cochrane war ein Säufer und ein Vollidiot, wie wir seit Star Trek 8 wissen. Finde ich, irgendwo ist das schon krass, wie man so die Geschichte verändern kann, bloß weil er jetzt hier irgendwie ein Warpschiff gebaut hat, denken jetzt alle, er muss der King gewesen sein, was war er nicht? Der wollte noch nicht mal unbedingt im Weltraum. Er fuhr mit dem Zug gerne. Good day. Was ist denn das für eine Good Day? Ich brauche mein Asthma-Spray. I am the ship's counselor. Serving in Starfleet can be stressful in the best of times. In these times of conflict, there is an even greater need for people who can help officers and crewmen make sense of what they're seeing and experiencing. Die hat dieselbe Stimme wie die Schiffskomputer. Hä? No matter the level of stress or the source, my office is open to anyone who feels they need some help working through whatever difficulties they might be facing. Admiral Crusher knows firsthand how stressful and difficult service on the Federation's flagship can be. When she offered me the opportunity to help some of Starfleet's very best, I couldn't resist. Also ist Beverly zum Admiral befördert worden, er wundert mich nicht. May I help you? Och, Leute, ich lasse die aus, Alter, die geht einem ja auf den Keks und die werden mir eh alle dasselbe sagen. Das war also jetzt der Schiffskanzler. Greetings. Boah, die lasse ich sofort aus, die ist eine Bajoranerin, tschüss! Nein. How may I assist you? Die wird, ach, wisst ihr was, die wird Wissenschaftsoffizier sein, hören wir uns, was das ein. I was born in an internment camp in Perikian Peninsula, but I remember nothing of the occupation. After the Cardassians left Bajor, my father took a position in the provisional government with the Ministry of Agriculture. I grew up in the capital. Luckily, my parents had the resources to indulge my interest in science. Stille im Land. After graduation, I left Bajor. I earned a position at the Vulcan Science Academy, where I earned advanced degrees in physics and exozoology. After that, I moved on to Starfleet. Wo ist die hingekommen?
Gott, die Vulkanier müssen dem Jahr verzweifelt gewesen sein. Hilfe! I've always been more comfortable with facts than feelings. In this way, I'm different than most Bajorans. It's not that I don't believe in the prophets, but we need to look at them rationally. They are not gods, and we should not treat them as such. I continue to wear my earring to honor my culture and planet, not the alien species that shares our space. How may I assist you? I am the chief science officer. Captain Sean was my commanding officer on the Belfast. The loss of that vessel was regrettable, but necessary. I'm glad that at least we did all we could to help you get the changeling back to DS9. Without your assistance, I don't think we would have been able to retake the station. After that, my homeworld would have been the next target. Thank you. How may I assist you? Auch interessant. Ich habe jetzt gedacht, die sagt mir, ja, mein Vater war da und da. Welcome. Und war der und der, weil das hört sich jetzt schon fast an wie Shakars Tochter irgendwie. Hätte der eine Tochter? Keine Ahnung. I'm chief of operations. It's a big job on a ship like the Enterprise, but it's also my responsibility to schedule the use of all the ship's resources. Nein, die labert ja so viel wie ich. Negotiating sensor time for the astrometrics department might not be the most glamorous job, but I like to think that I'm assisting everyone on the ship to do their jobs more efficiently. I'm here to help. Das war jetzt doch. Oh nein! Daher kenne ich die Stimme! Nicht die von Bayer! I'm here to help! Oh Gott, nein! It's funny. Most of the rest of the crew say they dreamed about joining Starfleet since they were kids. But when I was growing up, on Beta Zed, leaving home wasn't something I really considered. When I was 17, my parents and younger brother died in a shuttle crash. After that, all my silly plans seemed so trivial. Life is short. You have to make the most of what time you have. I wanted to help people, so I applied to Starfleet. Those first 6 weeks of the Academy were the hardest thing I've ever done. I thought about going home a lot, even packed my bags more than once. But after I got the hang of the routine and made a few friends, things changed. I knew this was where I was supposed to be. I went into operations because it was the fastest way to get a starship assignment. My first tour of duty was on the Obsidian, and I was waiting at Deep Space Nine for the Tempest to pick me up when the Jem'Hadar attacked. When we were evacuated to Bajor, I volunteered to help at the base. I remember you being there. Thanks for all your help. Ja, schön, dass ich an Luna wenigstens. After he was given command of the Enterprise, he convinced me to join his crew. Not that it took much convincing. Think about it. It's the Enterprise. It's amazing. I'm here to help. Schön, dass die sich wenigstens ein bisschen an Luna erinnern konnte. Und eigentlich müsste Luna das Schiff hier kommandieren. Sie hat bloß abgelehnt, weil es so protestlich ist. So, jetzt habt ihr es gekriegt. Wir sprechen doch noch mal mit der. Ich denke mal, das Nudeln war jetzt hier treuch. I was posted to Deep Space Nine after Ezri Dax left to command the Aventine. After a few years there, I left Deep Space Nine to take a posting on the Fletcher, and then later transitioned to Earth, where I worked as a counselor at Starfleet Medical. Also hat Ezri tatsächlich das Kommando über die Aventine. Sehr interessant. Serving on the flagship in a time of war is difficult for everyone on the crew, but I feel that my skills and expertise will be a benefit. As Sobel ensures their bodies are in good health and fit for duty, so it is my duty to ensure their minds are similarly cared for and fit for duty. May I help you? Nein, du kannst mir nicht mehr helfen. Du kannst niemandem helfen. So, und dann haben wir hier noch die taktische Offizierin. Okay. I am the tactical officer, but I also act as chief of security. It's my job to follow the captain's commands in combat and to keep my ship and crew safe from harm. It is a duty I take quite seriously. May I help you? Oh, die fährt sie wenigstens groß. I was raised in a small agricultural community on Kate. It was nice, if a little dull. I joined Starfleet because it was the most exciting career I could find. Once I got here, though,
I found service is more than a thrill. It is an honor to fight for the Federation. May I help you? Das war's schon. Gut, dann komm mal. Das hat jetzt wirklich 20 Minuten gedauert. Ey, Entschuldigung. Aber das werde ich mir mal anhören, alles. So, Steuermann. I have the coordinates for the test run. We are ready to begin when you are. Ich weiß, warum ich die Odyssey-Klasse nicht leihen kann. Das ist schon wieder ein Bajoraner. Sag mal, haben die hier bloß noch irgendwelche billigen Hartz-IV-Bajoraner-Arbeiter anheuern können? Boah, ich reg mich auf. Zeit, dass Luna in Steuer kommt hier. Muss erstmal Personal streichen. Na, zum Glück nicht. Sie hat ihre eigene Enterprise. Starfleet has authorized the testing of these weapons on some disabled Undine bioships. We don't have many of these at our disposal, but this will be the next best thing to a live fire exercise against fully functional targets. You have significant combat experience, and I welcome your insights. Take command for the test. I will observe the tactical data as it comes in. Gut, dann wollen wir mal. Oh Gott, ich muss das Ding wirklich fliegen. Ich sterb gerade 1000 Tode, Alter. Es ist so hässlich. Was ich so potthässlich an dem Schiff finde. Von oben sieht das aus, als hätte ich mit Nudelholz irgendwelche Teile zusammengeklatscht und dann breit gemengt. Und dann hier vorne. Ey, was ist denn das? Das ist doch... Ich hasse sie und dabei bleibt. Wenn ihr sie toll findet, bitte, aber ich hasse sie. Die ist so hässlich. Und scheiße noch dazu. Ich bleib lieber auf guten alten Raumschiff der Galaxy-Klasse. Well done. Wow. For the second crew, Kiona and I will make some adjustments. Und jetzt kommt das nächste, warum ich die Odyssey so hasse. Souther Separation. Also als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ach, wollte jetzt auch noch für dieses potthässliche Schiff bei der Galaxy-Klasse klauen. Dadurch habe ich das ordentlich attraktiver gemacht. Und letzten Endes, die andere Hälfte der Untertasse klebt noch hier dran. Das ist doch keine Souther Separation sowas. Oh, ich hasse das Schiff. Ich hole mir mal die Untertasse wieder, weil das ist... Na, wie gesagt, ich werde nie ein Freund dieses Schiffes sein. Ich hasse das einfach. Wenn ihr es toll findet, wie gesagt, fliegt sie. Ich werde sie nie fliegen. Oh! Danke Gott, eine Armitage-Klasse und eine Galaxy Dreadnought. So will ich das sehen. So hält man eine Flotte von Undinen auf und nicht mit einer Odyssey. Ist bei einer Enterprise unter Bord gegangen oder was? Das ist ja cool. Das passt irgendwie gerade. Das war's und ich... Und Luna hat noch 200 Undinenschiffe dazu gekillt. However, we've proven these weapons are more effective against the Undine than what we had previously. And with the data from this battle, we can work to improve them even more. Admiral Tuvok warned us the Undine would be taking more aggressive action. He was right. I'll take the Enterprise directly to Earth's space dock to alert Starfleet Command. I don't want to risk transmitting this report via subspace. Hier nochmal die Ausrüstung der Enterprise. Hier oben, das ist dieser neue verstärkter biomolekulare Photon-Torpedo-Werfer. Ob der nun so in dem Undine Reputation rauskommt, dass er jetzt Ende des Monats mit Season 9 veröffentlicht wird, weiß ich nicht. Es wird hundertprozentig ein Z dazu geben. Und wie ihr hier sehen könnt, es gibt ja keine Z-Teile.
Gut, weil ich bloß mal so gezeigt haben. Ja, schnell hier weg. Ich will wieder auf meine Enterprise. Ich will zurück auf mein Schiff. Auf meine Galaxy-Klasse. Ich will nie wieder was mit der Odyssee zu tun haben. Bis nächstes Jahr. Gut. Rufen wir mal Quinn. Ja, bla bla bla. Undine haben angegriffen. Guter Erfolg. Bla 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 bla. So, die Marken, wie gesagt, ich kann ja Cochrans Schiff nicht nehmen. Die Phoenix. Und ja, es gibt noch pro Tag, solange wie das Event läuft. Moment, ich will noch ganz kurz nochmal die Phoenix vernünftig zeigen. Da ist er. Ja, und es gibt für diesen Tag auch noch die Wahl zwischen 4400 Dilithium-Erz und 10 Lobby-Kristalle. Ich nehme die Kristalle, weil er... Wisst ja, mein Jemadar-Schiff will ja immer noch Mark 12 Ausrüstung. Ich habe das immer noch nicht fertig gekriegt. Also nehmen wir das. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei den Klingonen. Und da sind wir bei den Klingonen angekommen. Was war das jetzt für eine Ankündigung? Ja, hier seht ihr auch schon die Belohnung für den Abschluss des Hordergott-Tages, nee, Quatsch, Tag der Ehre, nicht Hordergott-Tag, Entschuldigung. Ich nenne es auch das Buttlet für Holzfäller, weil das sieht ja aus wie zwei riesige Äxte. Und, ja, ich würde mal sagen, gucken wir uns mal mein Lieblingsschiff der drei Flaggschiffe an. Wo ich sagen muss, ich zähle die Scimitar irgendwo nicht so ganz dazu. Weil irgendwo... Ich weiß nicht, aber die Scimitar... Hat man schon in Star Trek 10 gesehen? Und die Scimitar an sich ist für mich auch kein romulanisches Schiff. Es ist ja von den Remaner entwickelt worden. Aber gut, das erstmal Nebensache. Das erzählen wir... Das erzähle ich euch bei den Romulanern dann. Muss ich erstmal schnell hier rufen. Ich werde im Übrigen. Was wollte ich denn sagen? Toll, du hast mich unterbrochen, Jampok, du Petach! So. Ah ja, ich werde keine Lobbys kriegen. The hero that brought us the Federation prisoner. The warrior who saved the Segpa. Kapla, wie gesagt. Toll, jetzt hat er mich... Ja, ich werde keine Lobbys kriegen, man kriegt die bloß einmal am Tag bei einem Charakter. Leider, sonst hätte ich schon 20 Jammerlar-Sets, das könnt ihr mir glauben. Zack. Oh. Das mal ganz kurz. Ausrüstung verbergen. So. Da hinten ist unser Ziel, die Butters Crew. Drop your shields for transport. Once our guest is aboard, you will join the security pickets in the outer system. Verstanden. Wie gesagt, von den beiden Flaggschiffen ist das hier definitiv mein Favorit. Und wenn man noch die Scimitar dazu zählt, ist das trotzdem hier irgendwo noch mein Favorit. Ich finde das einfach nur irgendwo geil. Wahrscheinlich liegt es vorne ich sag jetzt mal, der Untertasse ist ja hier ordentlich zu verteilen. Hier, das hier. Diese fetten Disruptorkanonen hier vorne an der Untertasse in Anführungsstrichen. Und dieses Schiff sieht auch irgendwo am meisten so kreuzerlike aus, weil das sieht wirklich so aus, ich hau hier in Quantentorpedo rein und da explodiert eine kleine Sektion, aber das interessiert das Schiff an sich nicht. Das ist so kompakt gebaut irgendwie. Falls ihr fragen solltet, mein Lieblingsschiff bei den Klingonen ist im Übrigen der Nekvar. BZW, der Bird of Prey von Archer, den aus dem 22. Jahrhundert.
Aber der Nick war. Ah, wer gewinnt? Der Nick war, weil es den hier gibt. Punkt. Bin ich auch wieder ein bisschen überlegen, den wieder zu fliegen, aber mal gucken. Die Moke, die gefällt mir eigentlich richtig gut, deswegen. Egal. So, jetzt kommen wir aber zu dem Flaggschiff-Captain, den ich am wenigsten leiden kann. Und zwar Corin. Ich hasse die Tante. Welcome to the Fortescue. Ja. What do you want? Mit dir quatschen. We recently finished a patrol of the Tau Dewa Sector Block. And now we are taking on a new crew rotation. We'll be here about a week. That will be long enough for my warriors to enjoy some shore leave. For the engineers to finish any lingering repairs. However, being recalled has given us an opportunity to assist some of our engineers to test a most interesting series of new weapons. Ja. What do you want? Ich kann Corin einfach bloß aus dem Grund nicht leiden. Die ist so eine typische Klingonin, die nur auf Kämpfen aus ist, aber irgendwie so ein Hau drauf wie nix. Die ist so ein Rambo. Ich weiß auch nicht. Ach, ich hasse das. The Fortescue is a mighty vessel. Only the finest crew would be fit to serve upon it. Fortunately, the Empire has warriors that are equal to the task. Every one of my crew are skilled in their disciplines. Serving on the Fortescue requires a great deal of work. But it is like the nature of honor. The harder we work, the greater its strength. Es ist schon alleine wieder. Die Borders Crew ist ein mächtiges Schiff. Ist meine Moke auch. Die soll sich mal nichts einbilden, die dumme Kuh. I cannot speak to the motivations of the High Command. I have fought many enemies. I believe that a warrior who knows the field of battle can win before ever taking to that field. I believe that a warrior can only leave the battlefield once honor is satisfied. Just as everyone on this ship serves me and the fleet, I serve the Fortescue and the Empire. That is why I am here. What do you want? Ein großes Maul haben. Ich weiß, sie ist eine Klingonin, die sind so, aber guckt euch den Martok an, guckt euch den Worf an, die sind irgendwo. Denken die, bevor die handeln. So, Punkt. I am the daughter of Rilka, head of the House of Rilka. I was born near the end of the Dominion War. My mother took a warrior from her ship Janek as her mate. He did not survive the war. It was one of the many losses the House of Rilka suffered in that era. And I learned from a young age how to make the best use of the limited resources at our command. Rilka, ja, wer kennt sie nicht? Worf, sage ich schon. Quarks Frau. Die Zwangsehe, wer sagt die Zweckehe, die er eingehen musste. Later, as our house's fortunes grew, my mother chose another mate, Worf, and gave birth to a son. She and Worf have taught me much about battle and honor. I joined the military to honor the sacrifices of my mother and of the many warriors of our house. They fought and bled for me. So I have chosen to do the same for them. And for all of the Empire. Die ist Worfs Stieftochter? Ernsthaft? What do you want? Oh Gott, ich sag gar nichts mehr. Too often we give only words to honor. For the craven who hide in the shadows of the Empire. Honor is less important than convenience. The day of honor is a time to shine the fire upon our hearts on those shadows. It is a time to renew our commitment to the deeds of honor as well as the words. On the day of honor, we recognize that battle is not only against our foes, but in our souls, against treachery, against cowardice, and against dishonor. You have great honor, and it is for this reason the Empire has called you here today. Und es ist auch schon wieder was. Gerade die Klingonen sind tierische Verräter.
Sie haben die Föderation jetzt verraten und haben einen Krieg angefangen, bloß weil sie mal wieder paranoid wurden. Is a race without a shred of honor. The Federation calls them the Undine. We call them Kamekuv. For they take honor and replace it with dishonor. Our scientists have studied this enemy to learn their secrets of treachery and how to combat them. They have devised new torpedoes to eliminate these accursed creatures. Now we see how well these weapons work. Today, on this day of honor, we will test these weapons against the ruined wrecks of Undine bioships. We need to learn the capabilities of these weapons before taking them into battle. The insight of many warriors have brought us to this point. Your report after the events on the Denovan sphere is crucial to our understanding of this foe. And so the Empire calls on you to participate in his final trials. I will be standing by to monitor the weapons test. The crew will follow your directions. Kapla! Ja, die Klingonen sind eigentlich die größten Verräter, die rumlaufen und wollen gegen Verrat ankämpfen, irgendwie Gedöns. Ganz ehrlich, die sind nicht mal ganz dicht. Remember the day of honor. Do you have a question? Dass er erster Offizier ist, schätze ich mal bis morgen. I come from a common family, but I am proud of my heritage. Many great Klingons have come from common stock. In the Empire, strength and vigilance mean more than an accident of birth. I was in Corran's class at the Academy. We found that we worked well together and had similar views on battle and honor. It was the first time I had ever had a friend from a great house. It was unexpected. I knew that with the sponsorship of her house, as well as her clever mind, she would go far. I pledged to be loyal and to face any threat at her side. We have served together ever since. She's always shown me respect. In return, I give her diligence and honesty. Do you have a question? Nee, danke. Ich will gar nicht wissen, was ihr so im Bett treibt. Mit der kann ich nicht quatschen, mit dem kann ich nicht quatschen, mit it is the dem Maul. Of honor. Ach nee! Tales of glory. What Maul. Do you want? I am a proud son of the House of Jimpon. But it is not because of my family connections that I have a role here on the Fortescue. I am renowned. Halt die Klappe, Verräter! Du bist ein Duras! Stirb! Er stirbt doch noch nicht. Nee, Quatsch! Oh! Warte mal. Jempok war der Kanzler. Stimmt ja. Ups! Na gut, er ist jetzt aber mal tot angesehen, ne? Ich hab den jetzt mal verwechselt kurz. Honor and glory to you. What is it? I may be only a junior officer, but I have great passion for my post. I have longed to travel the stars since I was a young girl, looking out through the windows of Ganalda Station where I was raised. Space has always been my home, and I aim to leave my name among these same stars. What is it? Okay. I am the Khan officer. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich will hier mal nicht so viel Zeit rumdrücken. Ja, ich weiß, auf der Enterprise habe ich mir viel mehr Zeit gelassen, aber es ist ja eigentlich erster Kontakttag, deswegen. What do you require? Was bist du? I am the science officer for the board. What Gut. Do you require? I am from Hela 3, a small rocky world with a half dozen subsurface research colonies. When Hela 4 was bombarded and invaded, the colonists on Hela 3 agreed to surrender to the Klingon Empire, as we had no hope of holding out any sort of resistance. Since the annexation of the hegemony, I have worked as a science officer for various ships in the fleet. My specializations are in mineralogy and archaeology. While I am not ignorant of the history of belligerence between the hegemony and the Empire, I am practical. Command has recognized my skills and
This has earned me a place on the flagship. Mutual interest is served. What do you require? Ja, es wundert mich allerdings auch immer ein bisschen, dass Orions, Nausikaaner und Gorn in der KDF dienen. Weil letzten Endes habe ich eigentlich die Klingonen immer so eingeschätzt, dass sie erobern und die dann versklaven und nicht irgendwie, wie soll ich sagen, noch in der Flotte dienen lassen. Es ist, naja, die mussten irgendwie die KDF ausdehnen. Ja. Ja, und auch hier sehen wir jetzt gleich, es heißt Undinen kloppen. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Machen wir die ganz schnell platt hier. Biomolecular Proton Torpedo with Maul. Kann das sein, dass der Torpedo irre langsam ist? Ah, da sind zwei Nektar-Klasse schon. Sehr schön. Oh, ich platze hier gleich. Was geht denn hier ab? Ja, das war hier der Tag der Ehre. Naja, gut, ich lasse euch das hier noch durchlesen. So, gut, dann wollte ich sagen, wir sehen uns gleich. Nein, danke. Ja, wir sehen uns dann gleich bei den Romulanern. Und da sind wir auch schon wieder bei Terex und sein Tag der Republik. Oh, und da kriegt man bloß ein komisches Tentakelvieh von New Romulus. Und auch hier ist es wieder dasselbe. Man prügelt sich jetzt erstmal durch Undinen, aber die Crew ist eine andere. Ja, hier seht ihr auch schon mein Lieblings-Romulaner-Schiff. Das ist nicht Tovan Keef, aber egal. mein Lieblings-Romulaner-Vorwort ist tatsächlich die Norexan. Oder wie sie hier heißt, die Mogai. In verschiedenen Mods heißt das Schiff Norexan, deswegen sage ich das ab und zu mal. This is Lieutenant Salan. We are ready to initiate ship-to-ship transport. Once transport is complete, report to the security picket in grid 147. Remain there until you are hailed by your commander. Ja, wollen wir mal rüber beamen. Zur heißt. Im Übrigen haben wir es hier mit einem Tollwort-Warword zu tun. Und wie gesagt, nochmal zurück zur Scimitar, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Die Scimitar ist für mich an sich nicht das richtige Flaggschiff. Weil es ist von den Remanern erbaut worden und eigentlich am Schluss irgendwie annektiert. Was ich auch irgendwo nicht so ganz verstehe.
Letzten Endes muss man aber auch wieder sagen, die Republik hat ja eine Allianz mit wartet mal ganz kurz. Die Republik hat ja eine Allianz mit den Remarnern, aber trotzdem, die gesamten warte mal, Neutralität. So. Jetzt habe ich es falsch geschrieben, habe ich hoffe, Tobi weiß, was ich meine. Die Republik hat eine Allianz mit den Remarnern und könnte eigentlich die Warbirds bekommen. Das Problem ist bloß, es gab nur eine Scimitar und hier fliegt sie zu Haufen rum. Beim Taichia, bei der Republik mindestens zweimal und ich frage mich, wie zum Teufel? Gut, es ist 30 Jahre nach Nemesis, aber letzten Endes, der Prototyp ist zerstört worden. Die Remarner haben rebelliert. Es ist, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum so viele Warbirds rumfliegen. Der Scimitar-Klasse. Ich kann es mir irgendwo nicht so ganz erklären. Und deswegen zählt dieses Schiff auch für mich nicht als Flaggschiff. Es ist ein remanisches Schiff. Punkt. Das zerstört wurde an sich. Aber okay. Welcome to the Lisette. Can I help you? Das wahre Flaggschiff, das steht im Übrigen für mich bei der romulanischen Flottilla rum. Das Schiff, zu dem man sich biegen muss, wenn man mit Titan sprechen will. Das ist für mich das eigentliche Flaggschiff. Aber nicht ein, sag mal schnell, ein Scimitar-Warbird. Wie gesagt, es zählt für mich nicht, es ist remanisch. Punkt. Schluss aus. It means the realization of a better life for all Romulans. I'm looking forward to the festivities. Not everyone gets to enjoy what they fought for, but we've come very far since Hobus. Tomorrow, I'll return to my duties, but before then, I'll drink a toast to my father and all the visionaries silenced by the Tal Shiar. But first, we have one last item of business to handle. As you know, the Undine are a rising threat. As I understand it, a disagreement on how to handle the issue was one of the final causes of the current war between the Federation and the Klingon Empire. Obasek and Kerouac do not want the Republic to be vulnerable to the Undine, if they're the major threat they've been made out to be. We have developed weapons specifically to combat these Undine. Our orders are to test them out before they see more general deployment. Since you were present when the Undine attacked the Janolan Dyson Sphere, your input would be appreciated. I will be standing by to advise and monitor the weapons test. The crew will follow your directions. Gut. Ja, Can I help you? Ich glaube, zu Commander Yarok habe ich ja schon mal was erwähnt, dass ja der Vater, Admiral Yarok, bei TNG übergelaufen ist, weil er seine Tochter unter anderem vor einem weiteren Krieg beschützen wollte mit der Föderation. Der ist ja dann gestorben auf der Enterprise, Selbstmord, und anscheinend hat Picard die Nachricht, die Yarok noch dagelassen hat, wirklich übergeben, weil ich denke mal nicht, dass sonst Tochter Yarok hier rumsitzen würde auf der Seite der Republik. We're in system for a few reasons. Datan and Obasek think that seeing the flagship will help inspire our people and help them fully embrace the holiday. I also plan on having the crew rotate out for some well-deserved leave. But before we can get to that, we have one more task to finish. Can I help you? The Lisette is a good ship. We have the firepower we need. The Republic is protected from groups such as the Borg or the Tal Shiar. Ich wusste es jetzt nicht mehr, wie das Schiff richtig heißt. Ich hatte jetzt noch nicht so viel mit Admiral, sag ich schon, mit Commander Yarok zu tun. The Lisette is a good ship. We have the firepower we need to ensure the Republic is protected from. Ach, das hatten wir eben schon, Entschuldigung. I've been in the military since before we lost Romulus. I proved myself as an officer during the Dominion War, received my first command soon after, and had a consistently good record. However, before joining, I never believed in the Tal Shiar's goals or their methods. I knew I was under constant surveillance. The Republic allows me to live and think as I wish. I earned this posting,
but I am not blind to the fact that there are politics involved. My father died branded a traitor by the Tal Shiar. By appointing me captain of the flagship, the Republic is sending a message to all Romulans. Can I help you? I've been in the military since Can I help you? I grew up as the daughter of a dead traitor. My father was an admiral in the Empire's fleet. He saw what was happening, and he wanted something different for all Romulans. He risked and lost everything trying to make that happen. I always knew my mother and I were being watched by the Tal Shiar. That was life in the Empire. During the Dominion War, Captain Jean-Luc Picard managed to get a letter to me that my father wrote before he died. Reading his words only strengthened my resolve to improve the lives of our people. When the Republic movement started, I joined. This is a better way to live. I believe my father would be proud. Da hat es jetzt wirklich gesagt, dass Picard es geschafft hat, ihr den Brief zu geben. Aber erst während des Dominion-Krieges. Lass mich ganz kurz rechnen. 10 Jahre nachdem das passiert ist. Das ist... Wow. Und das ist nämlich ein ganz großes Problem mit den Romulanern. 300 Jahre lange Blutfehde, wenn man so will. Bis zum Dominion-Krieg, wo man sich dann so ein bisschen angenähert hatte. Ist schon krass. Can I help you? Ist schon krass. So, mit dem haben wir hier vorhin geredet. Mir ist aufgefallen, das ist ein befreiter Borg-Officer. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo er assimiliert wurde. I greet you. Do you have a question? My role on this ship is security and intelligence. I ensure the continued operation of this vessel. Through that, I ensure the continued operation of the Republic. Ist interessant, er ist ein Geheimdienstoffizier. My designation is Gaius Selan of the Republic Warship Lisette. Rank, Lieutenant. I once served the Tal Shiar. I was tasked with acquiring Borg technology. It did not go as planned. A Republic vessel rescued me. I am pleased to be free of the Collective, but I have found reintegration to be challenging. However, the Commander values my experience and has given me the opportunity to serve. Also ist er ein ehemaliger Tal Shiar-Offizier, der mal wieder auf Scheiße gebaut hat. Nicht zu verwundern. Oder nicht zu verwunderlich, entschuldigt. Sprechen wir mit dem hier noch. How may I assist you? Do you have a question? I am the first officer. It is my duty to ensure the crew is working together smoothly and to assist Commander Jarak by providing a sounding board for her decisions. The Republic has no room for old prejudices. We must all work together to undo the damage done by the Tal Shiar. Do you have a question? Es ist eigentlich auch wieder falsch. Man weiß, dass Taris die ehemalige das ehemalige Oberhaupt der Romulaner, bleiben wir jetzt noch im Sternimperium, hat Kontakt mit den Icons hergestellt und dann gab es da irgendwelche Probleme. Auf jeden Fall haben sie sie dann ins Exil geschickt. Und tatsächlich waren es die Remaner, die Hubus destabilisiert haben, also die Sonne von dem Hubus-System. Und dadurch ist dann Romulus zerstört worden. In der Zeit hat dann Taris, wie gesagt, Kontakt mit Icons aufgenommen, hat Sela tatsächlich ins Exil verbannt, dann hat Sela Kontakt zu den Hirogen aufgenommen, dann hat Sela den Senat übernommen, hat Taris ins Exil geschickt, wo Taris weiter mit den Ikonianern redet. Und letzten Endes hat Sela dann Kontakt oder was weiß ich, spricht auf jeden Fall auch mit den, mit den Icons und irgendwie hat sie dann auch noch Kontakt zu den Elashi hergestellt. An sich kann der Tal Shiar jetzt nicht so viel dafür, in meinen Augen immer. Weil letzten Endes hat ja Taris die Scheiße gebaut. Und ich glaube auch, ich kann mich immer hundertprozentig daran erinnern, aber ich glaube auch, dass die Remaner irgendwas mit Taris zu tun hatten. Dass die diese Hubus-Supernova durch ein Experiment von Taris ausgelöst hatten. Ich bin mir nicht sicher. Also der Tal Shiar ist hier nicht hundertprozentig schuldig. Es ist viel Taris.
I was serving in the military when the supernova hit. We lived through the end of our world. And afterward, I realized that rebuilding was the most important task. I thought staying with the fleet would be the best way to do that. But, as you know, the Tal Shiar had other ideas. Oppression and murder is not the way to restore an empire. I left, and I have never regretted that decision. Ja gut, okay, hinter den Hintergrund, was der Tal Shiar getan hat, weiß ich nichts. Aber gut. Do you have a question? I was serving in the military. Ach, den machen wir jetzt schon zu Ende gequatscht. Hier, die sieht ja mal sowas von aus wie eine alte Version von Sela. Jetzt bin ich mal gespannt, was die zu uns zu sagen hat. A pleasure to meet you. Yes? I'm the chief medical officer. The physical and mental health of the crew is my main responsibility. But I also coordinate relief efforts when it is required. Sometimes a kind word and a warm blanket can change a life. Yes? Dazu kann ich mir so ein Recht. I've been serving on ships longer than some of the people on this ship have been alive. I was with the fleet when we lost the homeworld. But my family was there. They're all gone now. But that's a common story, isn't it? I thought about retiring to be a doctor in one of the colonies. But I'm not really the type to put down roots. Not anymore, at least. Yes? Ja. I have the coordinates for the test. Noch nicht. Ich habe einen ausgelassen, und zwar ihn hier. Ein Remarner. Do you need anything else? Ich wette mit euch, das hier ist der Chefingenieur. I am the chief engineer. I have served on many ships, both in the Empire's fleet. During Obasek's rebellion, the dedication of this crew is equal to any I have experienced. Do you need anything else? I have a knack for making dead technology live again. After Craterus was lost, I aided Obasek in restoring the vault. It was a difficult task, but the results were more than worth the effort. Do you need any... Also ist er definitiv von meinem Freund Obersek hierher geschickt worden. Na, gute Wahl. So, ach nee, Quatsch, mit dir muss ich gar nicht reden, ich muss mit dir reden. Los geht's. Der letzte Kampf mit den Undinen. Und dann war's das jetzt. The Republic has authorized live weapons testing against disabled bioships. We don't have many of them, and acquiring more is costly. So we need to make these tests count. If the Undine continue to make themselves a threat, we'll need the right weapons to take them out. Let's do this right. Ja. Dass die Republik begrenzte Geldmittel hat, nicht Technologie, dass die begrenzte Geldmittel haben, sieht man ja, dass Hilfe von den Romulanern, von den Klingonen und von der Föderation annehmen muss, um zu überleben. Das ist schon, Und auch deswegen verstehe ich auch manchmal die Haltung von Commander Yarok nicht so richtig, dass zum Beispiel, als wir dann bei der Genoan Dysons, Genoan Dysons 4, als wir dann die Andinen abgewehrt haben, gleich so auf, das ist unser Planet, unsere Sphäre. Das ist mir immer ein bisschen zu hoch. Die haben limitierte Ressourcen, wollen aber irgendwie alles beherrschen. Typisch romulanisch. Irgendwie. So, jetzt will ich auch mal was ausprobieren, ja? Voller Stop, 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 Stop. Ach, fuck. Jedes Mal. Na gut, jetzt ist es kaputt. Ich wollte eigentlich den Talerumpuls ausprobieren. Und gerade die Position der Romulaner finde ich ziemlich, ich sag mal, schräg gegenüber den Ereignissen, die hier gerade so ablaufen. Die finden, ach, da im Übrigen ist der zweite Taichier, den ich meinte, der zweite Scimitar, den ich meinte. Ich bringe heute irgendwie alles durcheinander, Entschuldigung bitte. Nee, aber die gerade die Position der
Republik verstehe ich nicht. Zu einem wollen sie unbedingt das Gateway zur Solenoid Dyson's 4. Obwohl sie ganz genau eigentlich wissen, dass das Gateway der Ikonianer sehr gefährlich ist. Auf der anderen Seite sagen sie aber, wir können das locker beschützen. Fragwürdig, wenn ihre Ressourcen noch so limitiert sind. Jetzt kommen die Undinen und sie geben immer noch an, sie könnten auch die Genoan Dyson's 4 beschützen. Plus noch, wie wir eben gehört haben, sie haben aber nur begrenzt Waffenkapazität gegen die Undinen vorzuweisen. Und da ist nun die Frage, die ich mir immer stelle, nehmt sich nicht etwas zu viel vor? Nimmt sich... Die Undinen sind extrem brazen oder suicidal. Either way, we need to know more. Thank you for your assistance today. I think our engineers will be pleased with the test results. And should the Undine show themselves again, they will find the Republic ready and waiting for them. I will take the Lisette on a quick patrol and then report to New Romulus. I'll leave the rest to you. Was ich noch sagen wollte, es ist wirklich fragwürdig, ob jetzt die Republik so viel besser ist als das Empire. Ich denke mal, vieles, was zum Beispiel auch Commander Yarok macht, passt Detan nicht wirklich in Kragen. Auf der anderen Seite ist seine Republik auch ganz schön arrogant. Weil, wie gesagt, ich wollte bloß mal ganz kurz, normale Skorpion-Angriffe. Weil, wie gesagt, sie haben kaum Ressourcen, wollen aber zwei Dyson-Sphären beschützen vor dem Vought und vor den Undinen. Aber müssen Hilfe von der Föderation und den Klingonen annehmen. Und letzten Endes leben sie auch bloß davon. Es ist... Naja. Okay, das war's jetzt erstmal hier wieder von der Stelle, von der... Das Set. Das wäre wieder leist gesagt. Was soll ich jetzt großartig sagen? Interessante Idee, aber... Jetzt weiß ich noch, was ich euch nicht gezeigt habe. Dieses komische Krakenvieh. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt in Season 9 mit den Undinen weitergehen wird. Angekündigt ist ja bereits, dass eine neue Episode rauskommen soll. Was mich jetzt sehr interessieren würde, wie wollen sie sich jetzt auch noch gegen die Undinen verteidigen? Wird es eventuell eine Allianz mit den... Wort geben, um die Undinen aufzuhalten. Wir werden sehen. Und da ist das komische Vieh. Folgt mir das auch? Nee, doch. Aber das werden wir dann in Season 9 sehen, wo ich natürlich auch wieder Videos machen werde. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns nämlich als nächstes wieder, nächste Woche, bei den Romulanern wieder, bei Aromak und nicht bei Terex. Wie ihr sehen könnt, das war jetzt auch hier eine kleine Testaufnahme, es geht 1 Stunde 3 Minuten lang, weil ich hier mit jedem gequatscht habe. Das ist eine reine Quatschfolge. nein, wie gesagt, es geht jetzt weiter wieder mit den Romulanern. Das ist hier eine Testaufnahme, ob das jetzt hier alles leckfrei abgeht. Es geht alles leckfrei ab. Ich bin positiv überrascht. Deswegen werde ich nächste Woche die Romulaner endlich fortsetzen und beenden. Es wird weitere Minecraft-Videos geben. Allerdings werden sie in den Hintergrund treten, weil ich erstmal die Romulaner durchzocken will. Aber das sage ich euch dann, wenn wir dann das erste Romulaner-Video online haben. Ich denke mal, die Folge ist hier schon viel zu lang genug. Und deswegen sehen wir uns irgendwo dort draußen. Und lasst mir mal bitte einen Kommentar da, wie ihr jetzt die Storyline hier seht und ob ihr mir auch recht gebt, dass die Romulaner sich ein bisschen zu viel aufwürden. Aber wenn sie meinen, die Föderation ist auf jeden Fall da und wird das hier schon alles wieder gerade gebogen kriegen. Na gut, okay, dann sehen wir uns irgendwo dort draußen.